herzlich willkommen an der 15. Swiss Toy in 2014 hier in Bern. Merci. Du hast alle Leute aufgeschrieben, die bei dir waren dieses Jahr, Matt. Sicher, alle, die geslackt haben bei mir. Alle, die geslackt haben, geben ein Autogramm ab bei Matt an der Swiss Toy 2014. Wie läuft's? Wunderbar, die Leute haben Spass, glaube ich, wie ihr seht hier. Nonstop. Wie du siehst, wir sind hinter den Computerspielen. Die Leute kommen abends auf ihren Nintendo, ich weiss nicht was. Die nehmen mich in die Hand und sagen hier auf die Slackline rauf. Ja, etwas Gesundes zwischen Computer und Bewegen. Man kann ja auch mit einem Nintendo, ich weiß nicht was, auf das Zeug, oder? Ja, mache ich eben meistens nachher auch, wenn ich mal eins überkomme. Es ist ein bisschen dunkler geworden hier an der Swiss Toy und die Leute sind auch ein bisschen komischer geworden vielleicht, aber das hat einen Grund, weil wir sind hier nämlich im Keller an der Swiss Toy, an der ersten Switzerland Party quasi. Es nennt sich auch Switzerland das Ganze. Es ist eine LAN Party, wo Leute zusammenkommen und gamen hier hinter uns ca. knapp 200 Leute, die hier seit dem Donnerstag um 10 Uhr durchspielen. Neben mir ist Robert von LAN Forge. Wie funktioniert das? Wie macht man so eine, wie kann man das machen? Die Organisation grundsätzlich sind ein paar ganz gestörte Jungs, die dann einfach eine Idee haben und die dann entsprechend versuchen umzusetzen. Das sind meistens auch Gamer und Gamerinnen. Also es ist erstaunlich, wie viele Frauen das du eigentlich noch mitspielst. Das ist noch echt cool. Und das sind eigentlich in der Regel Leute, die IT studieren oder sonst einfach viel mit dem Gamen zu tun haben. Wir haben IT-Spezialisten, die dann hier irgendwie dran sind und das Netzwerk einrichten. Während Stunden. Und die tun das eigentlich vorbereitet hier. Und 200 Personen ist eine sehr stattliche Größe. Und es werden eigentlich immer mehr und LAN-Partys, es werden auch immer grösser. Aus dem Gaming-Center aus der dunklen Welt direkt auf New York. Wir haben Matthias getroffen, ein New Yorker. Er ist von Ravensburg und sie haben hier hinter uns das grösste in Serie hergestellte Puzzle der Welt. Matthias, das Puzzle ist riesig. Wie lange hat man für das zusammenzubauen? Man sagt, ein guter Puzzler hat sicher etwa 500 Stunden. Das war New York.